Ich habe meinen Verstand noch beisammen. Noch. Es scheint niemand hier zu sein. Kann ich dir helfen, mein Freund? Hä? Wer hat das gesagt? Wir sind hier unten auf der Theke. Oh nein, schon wieder diese dummen Holzwürmer. Suchst du etwa Ärger? Halt dich zurück, Rocky. Habt ihr gehört, wie er uns genannt hat? Dummer Holzwürmer, hat er gesagt. Als ob er etwas Besseres wäre. Ich bin sicher, er hat es nicht so gemeint. Er wird gleich selbst dumm aus der Wäsche schauen, wenn ich mit ihm fertig bin. Er wird eine Woche lang seine Zähne zusammensuchen müssen. Entschuldigung, Jungs, ihr habt mich ehrlich überrascht. Auf Leute wie dich hat die Volksfront der Holzwürmer gerade noch gewartet. Alle Macht den Holzwürmern! Wir sind schon viel zu lange unter dem Gewicht der Unterdrückung durch die humanoide Rasse zerquetscht worden. Und unter dem Gewicht ihrer Schuhe. Wir wollen eine Veränderung. Und wir wollen sie jetzt. Welche Art von Veränderung meint ihr? Los, Fred! Ja, Rocky? Lies ihm die Holzwurmforderungen vor. Erstens, das Recht für Holzwürmer als Volk anerkannt zu werden. Zweitens, das Recht für Holzwürmer an Wahlen von nationaler Bedeutung teilzunehmen. Drittens... Später? 108, die Abschaffung von Insektiziden. 109, die Errichtung von Holzwurmzonen in allen großen Städten. 110... Sehr viel später. 540, die Errichtung von vogelfreien Zonen in jedem Wald und in jeder Stadt. 541, der Verkauf von Schuhen nur noch mit Schaumstoffsohle. Sehr, sehr viel später. 999, die Lehre des Holzwurmens in allen öffentlichen Schulen. Danke, Fred! Hast du alles verstanden? Hey! Was? Wo? Wer? Hast du alles verstanden? Eines muss man ihnen lassen. Sie haben das Zeug zu großen Politikern. Hast du irgendetwas dazu zu sagen? Wie wollt ihr diese Veränderung denn erreichen? Wir haben eine Petition verfasst. Sollte sie abgelehnt werden, müssen wir zu härteren Maßnahmen greifen. Und was? Zur Demonstration aufrufen, vielleicht sogar zu einem nationalen Streik. Wen würde das überzeugen? Willst du damit sagen, dass wir keine ökonomische Rolle spielen? Das tut er. Er behauptet, wir wären nutzlos. Richtig. Rocky, denk an deinen Blutdruck. Komm schon, Rocky. Zeig ihm, was eine Hake ist. Jawohl, wirf ihm eine rein, die er sein Leben lang nicht vergisst. Gewalt ist niemals eine Lösung. Er hat recht, Rocky. Gib zuerst unserer Petition eine Chance, bevor wir härtere Maßnahmen ergreifen. Du hast recht, du hast recht. Du hast Glück gehabt, Kumpel. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Keine Ahnung. Für mich sehen die alle gleich aus. Obwohl ich mich wahrscheinlich an so einen bekloppten Hut erinnern würde. Genug geschwätzt. Was geht hier eigentlich vor? Nun, das hier ist eine Versammlung unserer extremistischen Untergrundbewegung. Und sie ist streng geheim. Wir diskutieren gerade unseren Platz in der Gesellschaft. Was macht ihr da? Nebenbei schnitten wir außerdem Holzsouvenirs für Touristen. Möchtest du eins? Na schön, was soll es denn kosten? Es ist umsonst. Du musst nur das Holz stellen. Das Zeug, das hier rumliegt, ist fürchterlich.
Okay, bitteschön. Na, dann legt mal los. Was bitteschön soll das darstellen? Die Todesfestung im Baustadion? Es sieht für mich eher aus wie eine Zahnprothese. Das ist richtig. Momentan sehr populär bei den Touristen. Großartig. Wenn ich das nächste Mal eine ornamentale Schnitzerei haben möchte, weiß ich Bescheid. Schönen Tag noch. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Wie kommt der Zaubertrank voran? Nicht sehr gut, fürchte ich. Unsere Gebrechen sind leider etwas hinderlich. Kann ich euch helfen? Nicht, solange du nicht Hexen oder Wunder vollbringen kannst. Adventure-Regel Nummer 287 sagt, wann immer du auf Hexen triffst, solltest du versuchen, einen magischen Trank von ihnen zu bekommen. Hey, vielleicht kannst du das hier gebrauchen. Hey! Redest du mit mir? Etwas mehr in diese Richtung. Ist das so besser? Ja, versuch's mal hiermit. Hey, ich kann sehen! Wir können den Trank trotzdem nicht vollenden. Hey, vielleicht hilft dir das hier. Was hast du gesagt, Junge? Ich fragte, ob dir das hier eine Hilfe ist. Viel besser, viel besser. Nun können wir mit dem Trank jetzt fortfahren. Schieß los! Salamanderfüße! Vier Fledermausflügel und drei Schlangenzungen. Fledermausflügel und Schlangenzungen! Jetzt muss nur noch der Zauberbann gesprochen werden. Ja, bitteschön. Übersetze bitte den Zauberspruch. Hopf, Hokus, Pokus, Fieber, Nessel, kochen sollst du, Hexenkessel. Bitte umblättern. Wer immer kostet auch von diesem Tränkelein, sogleich wird er verwandelt in ein. Nennen Sie ein Tier Ihrer Wahl. Das ist aber ein merkwürdiges Ende. Naja, so steht es aber hier. Ich glaube, du musst einfach an dieser Stelle den Namen des Tieres sagen. Ach so. Ja, aber, welches Tier?
Keine Ahnung. Normalerweise ist es doch immer ein Esel oder sowas. Wie wär's mit Schwein? Das reimt sich immer auf Tränkelein. Oh, jeder nimmt immer Schweine. Lass uns lieber einen Hund nehmen. Sehr gut. Also dann einen Hund. Er ist fertig. Kann ich etwas davon haben? Bedien dich. Dankeschön.